willkommen im neuen Video. In diesem Video wollen wir Richtung Salamina schauen, Richtung Insel Salamina. Und da ist es richtig schön und da gibt es solche tollen Buchten und so türkisfarbenes Wasser wie hier im Hintergrund. Das ist nämlich auf Salamina. Ja, und das Video geht jetzt los und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So, wir legen gerade den Korpus ab und jetzt haben wir hier eine Angelleine in unserer Kette. Die schneiden wir jetzt gerade raus. Ziemlich viel, gell, was ich da verfangen hat. Hm? Kommt immer noch mehr. Ja, und unsere Nacht war nicht so prickelnd. Andi hat wieder Fieber gehabt. Wir haben dann Wadenwickel gemacht und er hat Tabletten genommen. In der Früh geht es ihm ein bisschen besser. Es konnte auch wieder ein bisschen schwitzen. Aber im Prinzip hat er nachts nur geglüht. Ja, so die trockene Hitze war das. Trockene Hitze hat er, sagt er. Jetzt hoffen wir, dass wir das in den Griff kriegen. Das nervt nämlich. Außerdem müssen wir heute weiter. Das ist ein Riesenteil, ne? Ah, da kommt. Da kommt noch viel mehr. So, das ist. Ja, schon immer noch jede Menge, gell? So viel Angelleine haben wir jetzt an der Kette vorne weggemacht. Und da verfängt sich jetzt wenigstens keine Schildkröte oder anderes Getier mehr drin. Ja, ich habe heute Nacht mit Wadenwickel geschlafen. Ich bin abends ins Bett, habe wieder knapp 39 gehabt, 38,9 waren es, glaube ich. Und ich war so warm und heiß, aber trocken. Ich konnte überhaupt nicht schwitzen gestern Nacht. Und dann war es mir so trocken und heiß, dann habe ich mir Wadenwickel gemacht, beziehungsweise Silvia hat mir die gemacht. Und dann, ja, hat es einigermaßen gut angefühlt. Und ich habe immer zwei Stück von diesen Paracetamol genommen. Und in der frühen Vier bin ich aufgewacht, dann wäre wieder Zeit gewesen. Dann habe ich einfach mal eine Ibuprofen genommen, eine. Und dann habe ich schon gemerkt, nach kurzer Zeit, dass es nicht mehr so trocken ist. Und als ich dann zwei Stunden später aufgewacht bin, war ich total klitsche nass geschwitzt. Gott sei Dank, wenn man schwitzt, ist es irgendwie besser, das Gefühl, als wenn es trocken ist. Jetzt hoffe ich, dass es dann besser wird. Handtücher vom Wadenwickel trocknen und jetzt geht es mal wieder weiter. Es ist an der Zeit, dass wir wieder ein Stück weiterziehen. Wir werden heute Motoren, es hat sehr wenig Wind, die haben auch wenig Wind gemeldet. Draußen ist alles glatt, ist uns aber auch recht, weil Andi ist nicht fit und wir haben nicht so eine tolle Nacht gehabt und dann motoren wir jetzt. Und heute geht es Richtung Egina. Ja, man merkt, dass wir Richtung Athen kommen. Es ist richtig viel Verkehr hier, richtig viel Traffic. Vor uns ist jetzt die Insel Egina. Und da ganz hinten, hinter der Fähre, da glitzern ganz viele Fenster, beziehungsweise die spiegeln. Und das ist Athen. Die reflektieren die Sonne. Ja, wir haben nur einen kurzen Stopp bei Egina gemacht. Und heute möchten wir nach Salamina hoch, zur Insel Salamina. Und es ist Wahnsinn, was hier unterwegs ist zwischen Egina und Athen. Man sieht es auch im AIS. Ganz schön was los hier. Jetzt sind wir schon gleich da bei der Insel Salamina und die hat hier an ihrer Südseite einige Buchten, alle nach Norden ganz gut geschützt. Momentan ist aber kein Meltemi mehr, das ist schön. Und da sind so kleine vorgelagerte Inselchen, da wollen wir jetzt dahinter ankern. Und ich freue mich erstmal wieder auf eine Bucht mit klarem, türkisfarbenem Wasser und es sollte dort der Fall sein. So, der Anker ist startklar, ich auch. Und dann gucken wir hier mal um die Ecke. Oh, das sieht doch schon ganz vielversprechend aus. Uiuiuiui. Das ist schon ziemlich flach. 2,5 bis 3 Meter. Wir haben ja
knappe 2 Meter Tiefgang. Müssen wir gucken, dass wir nicht aufhocken. Aber es ist alles Sand. Na, das ist doch mal eine Wucht hier. Herrlich. Also ich habe vorhin schon nachgeschaut, wie die Bucht heißt, aber der Name war ein bisschen, ja, ich konnte mir auf jeden Fall nicht aufs erste Mal merken, aber ich schaue gleich nochmal nach. Die Insel heißt Salamina. Salamina ist die Insel. Heißt? Peristeria Bay. Peristeria. Peristeria Bay. Peristeria Bay. Genau. Andi schreibt immer Logbuch. Das ist schon cool. Das kleine Inselchen, da kann man bestimmt toll schnorcheln. Ein wunderschöner Tag beginnt. Und die Sonne geht auf, genau über Athen. Mein Schatz ist wieder genesen, oder? Ja, so ganz fit bin ich noch nicht. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen Fieber gehabt. Hab noch eine kleine Tablette genommen über Nacht. In der Nacht war es dann ganz gut, aber so richtig voll, 100% bin ich noch nicht. Aber es fühlt sich auf jeden Fall besser an. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ist echt übel bei der Temperatur, wenn man Fieber hat. Muss man echt nicht haben. Kann man darauf verzichten. Okay. Ne?
unglaublich warm, abends um 8:45. Eine ganz trockene, warme Luft, das ist unglaublich. Heute gehen wir mal Pizza essen, das ist eine Pizzeria. Haben wir, glaube ich, schon 4 Monate nicht mehr gehabt, oder? Reicht das? Reicht gar nicht. Ja, vorhin hat der Wind gedreht, heute den ganzen Tag war so Südwind. Und dann hat er ziemlich plötzlich gedreht und kam von Nord und dann ist er richtig warm gewesen und er ist immer noch total warm. Und wir sind jetzt froh, dass die Sonne weg ist, so blöd wie sich das anhört. Und freuen uns jetzt auf eine Pizza. Also, es gibt genau eine Pizza. Also eine Sorte, entweder die oder die Family Pizza. Genau, und die nehmen wir. Also ich würde mal sagen, das ist sehr gut eingeschenkt, mein Weinglas. Und ich tue jetzt ganz vorsichtig mit Andi anstoßen. Jammer's, mein Schatz. Jammer's. Ich glaube, anstoßen lassen. Ja. Pizza ist da. Guten Appetit. Jetzt schauen wir wieder ein Stückchen weiter. So, unser nächster Ankerplatz kommt in Sicht. Hier auf der rechten Seite geht's rein. Eine große Bucht, da hat man dann die Qual der Wahl, wo man hingeht. Ormos Kanakia heißt sie. Und da ist dieses Inselchen vorgelagert. So, jetzt haben wir hier 13 Meter und können den Grund sehen. Wunderbar. So, und jetzt als erstes. Luke auf, dass Luft ins Boot kommt. So, und jetzt tun wir unser Sonnensegel aufbauen. Ganz wichtig, gell, momentan. Das hat's auch gleich. So, jetzt gibt's eine gescheite Abkühlung in der Wasserhängematte. Aber irgendwie, es ist ein bisschen Wind, es ist gar nicht mehr so warm. Sieht sehr bequem aus. Bist du neidisch? Bisschen. Heute wollen wir mal wieder kochen. Es ist aber wirklich sehr warm im Boot. Also ich habe eigentlich keine Lust im Boot zum Kochen. Und deshalb probieren wir das jetzt mal mit der Powerstation aus. Wir haben ja so eine Kochplatte, ob das funktioniert. Und das schaut dann so aus. Hier oben ist unsere Kochplatte, die hat 1000 Watt. Ist nicht viel, sollte aber reichen. Und hier unten steht die Powerstation. Andi meint, das müsste funktionieren. Und das testen wir jetzt mal. Zwiebeln und Knoblauch habe ich schon mal geschnibbelt
und Öl im Topf und das kommt jetzt auf die Kochplatte und dann schalten wir sie mal ein. Machen wir mal voll Power und dann hoffen wir, dass sich im Topf was tut. Also im Topf brutzelt es jetzt. Die Zwiebeln brutzeln. Jetzt mache ich mal die Kartoffeln rein. Es ist auf jeden Fall sehr angenehm, wenn der Dampf hier draußen ist. Im Cockpit und nicht im Boot. Da wollen wir weit über 30 Grad haben. Gut. So, ein bisschen Tomate ran. Eine ganze ist es. Ja, eigentlich hatten wir geplant, dass wir das Ganze mal mit Pfannkuchen machen. Das geht natürlich super. Aber wir haben leider keine Eier mehr. Und deshalb werden heute sämtliche Reste, die wir noch so haben, verkocht. Und das ist heute ein bisschen Mischmasch. Aber es scheint auch zu funktionieren. Das funktioniert super. Die kleine Herdplatte nutzen wir normalerweise mit dem Hafen. Und Strom nichts kostet. Und die geht echt gut. Um Gas zu sparen? Ja. Aber dass wir sie hier nutzen können, ist natürlich Bombe. Hier draußen. Chili. Ein bisschen aufpassen mit dem, der ist nämlich sauscharf. So, die letzten Zutaten kommen ran. Kidneybohnen. Und dann noch Feta-Käse. Und das Ganze nennt sich jetzt quer durch die Bilge. Das kennt die Christa. Von der Ferragosto. Das hat uns damals so gefallen. Quer durch die Bilge und hat so gut geschmeckt. Ja, ich bin jetzt echt froh, dass ich nicht unten stehen musste am Herd und kochen, weil da hätte mir jetzt wieder Dampf rausgehauen. Das ist echt schön luftig, also echt super. Coole Sache, das ist auch gleich fertig. Wir machen gleich aus. Und dann schauen wir mal, wie viel die Box verbraucht hat, wie viel Energie. Jetzt haben wir doch einen relativ großen Topf mit rohen Kartoffeln, rohen Gemüse gekocht. Und ich habe gerade eingeschalten, 61% ist noch voll, also 39% haben wir Kapazität verbraucht. Ist cool. Lecker, aber heiß. Mhm. So sieht's halt aus, quer durch die Bilge. Wir sind immer noch bei Salamina und sind jetzt aus der Ormus Kanakia wieder rausgefahren. Tolle Bucht. Echt nettes Eck hier. Und jetzt hat Andi gerade mich gerufen. Ich war gerade beim Zähneputzen und da vorne ist ein U-Boot. Naja, solange es nicht gerade neben einen auftaucht. Jetzt stehe ich hier vorne mit der Zahnbürste, bin nämlich gleich vorgesprungen, samt Zahnbürste vom Zähneputzen weg, um das U-Boot zu filmen. Ja, und momentan ist es so, wir genießen gerade hier die Zeit, wo es nicht so windig ist, kein Meltemi bläst, einem jeden Tag der Wind um die Ohren bläst, auch in der Ankerbucht ist es manchmal nervig. Es waren jetzt schon ein paar schöne ruhige Tage, kann man richtig genießen. Ja, wir haben uns überlegt, wir gehen nochmal in die schöne Ormus Peristeria. Da hat es uns nämlich richtig gut gefallen und es ist heute auch total leer hier, also wir haben freie Platzwahl. Super. Die Kette spannt schon. Ist perfekt hier. Schön. Ein herrliches Fleckchen Erde hier. Ja, heute brusteln wir wieder im Cockpit. Heute gibt es selbst gefangenen Fisch. Wir haben wieder Arscheregen. Ist echt ein bisschen nervig.
Vor allem weiß man dann, dass es irgendwo brennt. Und dann kommt hier ziemlich viel Asche runter und macht uns alles dreckig. Nicht schön, nicht angenehm. Heute machen wir uns noch mal einen richtig schönen Abend. Nachher werden wir noch eine kleine Pizza essen und irgendeinen Drink dazu genießen. Und was machen wir morgen? Das ist der letzte Abend heute. Morgen um 9.30 Uhr geraten wir raus. Es sind 4 Monate vorbei und wir gehen ins Dreidock ins Winterlager. Mhm. Vorher noch einen schönen Eisbecher. 5 Euro extra. Und zwar gehen wir drüben bei der Insel Egina an Land. Da ist eine kleine Werft und da haben wir unseren Winterplatz reserviert.